Hey, hier gibt's ja auch Münzen. Gibt's hier auch einen Automaten? So. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass es da was gibt. Ach so, doch, da gibt's Automaten, ja. So, ich werde jetzt aber auf jeden Fall gleich umgraben, weil ich hätte es auf jeden Fall gemacht, auch wenn ihr jetzt gesagt habt, mach's nicht. Weil, Tu es nicht! Tu wenn es irgendwas nicht! Schlimmes passiert, dann passiert's halt, Dann ne? geht die ganze Insel unter! Das ist mir dann auch wurscht. Dann brauche ich es wenigstens nicht erkunden. Nein! Ja, Karl! Das tötet Menschen! was? Von welchem Film? Ist kein Film, es sind die Lamas, Lamas mit Hüten. Lamas mit Hüten. Ah, da ist nochmal eine Schaufel. Juppie! Ich habe schon zwei Schaufeln jetzt. Ah, man muss hier Schaufeln sammeln. Also Das. ich gebe dir mal, wo ist denn der die Map? Die Die ist da vorne an dem Haus. ja. Da ist irgendwas Mi und Pumpe und das suche ich ja jetzt halt gerade. Also Genau. sag nix. Und dann sind doch so rote Kringel da, ne? Ja, genau, das sind irgendwelche Kringel. Do not move. Du brauchst da erstmal Strom. Ja, das denke ich mir. Und dann musst du jetzt mal diese rote Stromleitung verfolgen, wo die Sandman. denn wohl hingeht. Du kannst mich ja muten, dann unterhalte ich. Außerdem, ich sag dir das gar nicht. Ich rede mit Pitti. Ach, du redest mit Pity, ja. Die Pity weiß es ja. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe gerade mich konzentriert, was ich hier für Rezepte machen kann. Wie du Was? mir eiskalt in den Rücken fällst. Ich habe wirklich nicht zugehört. Lässt sie gleich über die Planke gehen, oder Da lade ich sie was? ein, weißt du? Da. Du lädst sie ein, für uns zu arbeiten. Und dann fällt sie mir so in den Rücken. So, machen wir die Türen zu. Ja, da kann ich in Ruhe kochen. Ah. Ist schrecklich mit dir. Oh, was haben wir denn da? Schlimm. Kriegst kein gutes Personal mehr. Gefängnisschlüssel? Hallo, ich höre da irgendwen da drin. Ja, da sind noch welche drin. I locked up. Ich habe abgesperrt, aber. Okay, dann warte mal. Dann lese ich mir jetzt gleich einmal diese Storys da durch. Weil ich nämlich glaube, dass ich da irgendwie erfahre, was dann da in etwa los sein könnte. Bitte, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Es ist Schön zwar warm draußen, Montag, ne? bitte? Schön warm draußen. Also hier geht's. Also ich finde das hier noch frisch. Das soll in 2 Tagen soll es hier 38 Grad werden, aber heute ist irgendwie noch so 20 Grad. Ich finde das nicht so. Das ist mir So. noch zu frisch, mir persönlich. 20, ja gut, 20, ja, 20 Grad. Jetzt gucke ich Ja. mir das hier nochmal an mit dem komischen Kringeln. So. Okay, der eine Kringel ist ja hier. Da steht nochmal eine Schaufel. Rübe, Kurkuma, Kokos. Hast du noch ein paar Kokosnüsse? Moment. Jetzt habe ich das gegessen, wollte ich gar nicht. Haben wir noch eine Kokosnuss übrig irgendwo? Nee. Ich habe noch eine in der Tasche, ja. Dann gib mir die mal bitte. Ich komme. Erscheinen reicht. Bleib doch stehen, jetzt renne ich dir hinterher. Warum? Du kannst nicht ohne mich, ich weiß es. Ah, Frischwasser. Was? Fischwasser? Soll ich die Pflanzen vielleicht gießen? Nee, hier ist nur zum Dicken.
Ja gut, ich mach's jetzt. Ups. So, ich bin da über Kokosnüsse gestolpert. Hust. Mein gut, da krabbeln jetzt halt irgendwelche Tierchen rum, aber... Ich bin mir da jetzt schon wieder runtergefallen. So. Ups. In der Kiste oben drin sind Nüsschen. Nüsschen. Also ich habe jetzt halt diese eine Erde weggegraben und dann wusselt halt hier einfach nur so ein bisschen Käferchen rum. Und das war alles? Bitteschön. Was war das jetzt? Ein Makrele? Ja, die, wenn du in den Käfern stehen bleibst, machen die halt Schaden. Ach so. Genau, ich wollte jetzt mal gucken, was das da mit den Kringeln auf sich hat. My House, das ist jetzt halt quasi das Ding, wovor ich hier stehe. So, der Water Tank, der ist da drüben. Und dann muss es hier irgendwas geben. Aber den kleinen Grill brauchen wir doch da in der Ecke nicht, oder? Peti, was meinst du? Nicht wirklich. Machst du es mit den großen Grills dann, ne? Ja, aber ich muss mal gucken, ob ich überhaupt was grille. Ich will erstmal alles kochen, was so geht. Okay. Weil dann stelle ich nämlich da nochmal einen Schrank hin. So, Chili haben wir auch nicht. Mango haben wir nicht. Mango könnten wir dann demnächst haben. Ja. Dauert aber noch ein bisschen. Bananen haben wir auch nicht. Was ist denn das für eine Hyäne? Bananen haben wir. Die schauen ja cool aus. Benötigt Stromkabel. Bananas haben wir. Okay. Tragen? Ich kann hier Kisten rumschleppen. Rechts in der Kiste neben die Kokosnüsse. Ja, okay. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Dass man die Smoothies, also in den Smoothies, kein Honig verwenden kann. Ich finde es schade, dass die Gläser nicht übrig bleiben. Also da mir Chili fehlt und noch Mangos, kann ich von den... Plus. Also hier steht irgendwas mit nur vier Plus. Kochen im Moment. Wenn hier Plus ist, dann muss ja hier auch irgendwo Minus sein. Da habe ich einen Schraubenschlüssel und 10.000... Kisten, die ich rumschleppen kann. Ist es da vorne vielleicht irgendwas? War ich jetzt da schon? Hä? Das ist ja auch wieder so ein Irrgarten hier. Aber nicht so schlimm. So. Also das Kabel geht ja darüber und geht in die Maschine rein. Und die Maschine, die benötigt irgendwie Strom. Und da ist auch nochmal eine Maschine. Ist das irgendwie... Nein. Sind 900 Meter viel zum Schwimmen? Was meinst du? Nö. Ich glaube nicht. Also wenn du jetzt halt irgendwie auf eine Insel willst oder sowas, dann nö. Kannst ja auch hinfahren, ist ja egal. Ja, Und dann einfach wieder zurückkommen. Das ist schon klar, nur wenn ich jetzt da wegfahre, nicht, dass dann die Insel despawnt, ne? Das meine ich halt bei dir jetzt. Ja, aber wenn du die andere Insel siehst, dann glaube ich nicht, dass diese hier... Nee, sehen tue ich sie nicht. Sind 900 Meter auf dem Pieper, weil dann wäre ich jetzt nämlich mal schnell zu der großen Insel geschwommen, hätte für die PD eingekauft und wäre wieder zurückgekommen. Aber ich muss halt 900 Meter schwimmen. Und hoffen, dass ich in die richtige Richtung schwimme. Achso, auch noch. Okay, ich habe eine Münze. Als Belohnung, weil ich auf dem Kran jetzt hier oben draufstehe, das mir wahrscheinlich nicht immer irgendwas bringt.
Oh, da ist ja auch nochmal eine Münze. Oh, und da habe ich ein Stromkabel. Ja, hallo? Bam, bam, bam. Ich schau mal, vielleicht komme ich ja irgendwann an der Insel an. Ich mache mir mal schnell den Kapo, damit ich nicht in Versuchung gerate. So, mit Beruhigungskapo wieder da. Uiuiui, heute bekomme ich, glaube ich, einen Kapu-Bauch oder so. Also, erstes Kabel habe ich. Mal schauen, wie viele ich da finden muss und wo ich noch hochkrabbeln muss. Kabel ziehen steht jetzt da. So, jetzt warte mal, wo soll ich den denn hinziehen? Ich habe hier ein Werkzeugsymbol. Ist das eine Tür, die man, wo man rein kann? Nein, ist es nicht. Die ganzen Häuser kann man immer nicht rein. Ich finde das so schade. So, muss ich irgendwas mit dem Seil machen? Aber warte mal, der Strom geht ja da hoch. Vielleicht liegt auf den Kisten auch nochmal irgendwie Kabel oder so. Bei dir ist auch eher auch ein blindes Korn, findet mal ein Huhn. Und bei dir geht eher der Berg zum Propheten, oder? Schnellen U beim Huhnklau. Hast dich wieder vertippert, ne? Ich lese doch sowieso, was ich will. Warum tust du es denn überhaupt ausbessern? Ehrlich, aber ich könnte natürlich auch dieses Spiel vorab spielen. Ich weiß dann alles. Und ja, fahr dann quasi mit euch hierher und tu dann so, als würde ich das ruckzuck durchmachen und das habe ich aber schnell gefunden und dies habe ich aber schnell gefunden. Kann ich natürlich machen. Aber das bin ich nicht. Ich brauche halt einfach so lang, wie ich brauche und fertig. So, man kann die Kisten schön stapeln. Also eigentlich sollte ich ja schon längst irgendwo an einer Insel dran sein, aber das ist wohl nicht. Hättest mal das Rettungsboot genommen. Ja. Nee, du kannst ja nur bis so und so viel. So, und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt genauso, wie ich jetzt, dass ich den gleichen Weg jetzt wieder zurückschwimme, weil sonst finde ich euch nie mehr. Dann musst du halt aufs Schiff sterben. So, also hier ist dieses Blitzzeichen. Ich habe jetzt halt auch hier Kabel ziehen. Also ich kann jetzt halt auf jeden Fall irgendwo ein Kabel hinziehen. Jetzt muss ich nur erst einmal wissen, wohin. Weil es geht ja nicht durch... Doch, das geht durch Gebäude durch. Seit wann geht das Zeug durch Gebäude durch? Zum Ziehen kannst du das überall durchziehen. Nee, also da geht's nicht hin. Normalerweise nicht. Also wenn ich jetzt halt an diese andere Temperance denke, da konntest du nicht einfach die Kabel so wild ziehen. Sobald irgendwas im Weg war, war es rot. Da musste ich dann tatsächlich von Haus zu Haus das Ganze verbinden. Hier kann ich jetzt durchs Gebäude durchziehen, ohne dass es rot wird. So, aber ist ja auch egal. Ich habe jetzt halt hier auf jeden Fall einen Strom angeschlossen. Und habe keine Ahnung, wo ich den überhaupt hinbringen soll. An die andere Maschine geht ja nicht. Weil die ist zu weit weg. Oder? Nee, geht nicht. Das wird ja hier schon rot. Also muss es hier irgendwas sein, was innerhalb von diesem Umkreis ist. Ist es vielleicht da oben rauf irgendwo? Oder da innen rein, oder? Boah.
Wo habt ihr denn die Batterie, Aufladegeräte und neue? Oben auf der Brücke. Oben auf da, der wo Brücke, die Ventilatoren stehen, ja. So meine ich das doch gar nicht. In Temperance wurde es nur rot, wenn du einen falschen Weg genommen hast oder der Weg zu weit wurde. Okay, also ich dachte immer, wenn ich irgendwo durchgelaufen bin, dann wurde es rot, weil es einfach dann halt nicht die richtige, das Richtige war. Muss ich vielleicht da wirklich hoch? Kann das sein? Und das, ach, da oben ist das Auflader, da ist das Aufladegerät, okay. Weil da habe ich ja auch irgendwie ein Stromkabel, vermute ich jetzt mal. Vielleicht muss ich aber auch... Ich glaube, dass ich hier irgendwie rein muss. Ich habe das Gefühl, ich habe mich verschwommen. Um mich rum nur Wasser. Schwamm. Wasser und blauer Himmel. Du Schwamm. Ja, ist halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, so ohne Fixpunkt wohin zu kommen, ne? Ja. Hast du auch die Zeit ausgestellt? Ja. Dann kannst du dich ja noch nicht einmal nach Sonne richten oder irgendwas, ne? Kabel ziehen. Okay, also hier oben ist irgendwie... Ah, und dann ist es wahrscheinlich hier nach unten. Vermütlich, ich hoffe... So, ich habe ein Kabel gezogen von diesem komischen Turm aus zu dem Stromdingsi. Aber Strom macht das noch nicht wirklich, ne? Ah, da drüben habe ich ja auch nochmal dann so ein Stromdingsen und da habe ich auch nochmal so ein Stromdingsen. Das heißt, ich muss weiter suchen nach Kabeln, weil mit zwei Kabeln werde ich nicht weit kommen. Ja, die werden irgendwie, ist alles hier ganz genau abgezählt. So, ich sterbe mich jetzt aufs Schiff. Hast recht. So, was können wir denn mal noch Schönes machen hier? Pity, es tut mir leid, ich habe versagt. Oh. Ich muss dann irgendwie da hochkommen. Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Das habe ich weggekocht, das habe ich weggekocht. Das habe ich weggekocht, das ist auch weg. Das ist auch leer, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das könnte ich noch machen. Was brauchst du denn noch? Kabel. Nein, du nicht. Bitte, mit dir redet doch keiner. Nein, ich habe jetzt erstmal die Hähnchenflügel weggekocht, dann fehlen hier noch ein paar Fische. Ich habe, ja, und wie gesagt, mir fehlt Chili, Wacholder und so ein... Hier Chili, Wacholder klingt auch nicht. Fische kann man ja angeln. Angeln. Aber da fehlt mir dann trotzdem immer irgendwie nochmal Milch oder irgendwie ein Gewürz. Das ist ein bisschen doof. So, ich kann aber das machen. Kartoffeln, ach, da ist noch ein Kabel. Fleisch und Beere. Fleisch und Beere, okay. Da drüben ist dann auch eine Kiste. Zwei Beeren. Ups, nee, das war falsch.
Kann man eigentlich mittlerweile Beeren selber anpflanzen oder muss man die immer noch mühselig... Jetzt habe ich die Kiste da weg. Oh Mann. So, dann... Ups. Also bis jetzt kommt über den Chat noch kein Einspruch. Also ich denke mal, ich mache alles richtig. So, ich habe jetzt diesen Trafo verbunden zu zwei Antennen hier auf den Dächern. So, da drüben habe ich das dritte... Ich verkoche erstmal das, was ich habe hier, Sandman. Okay. Und wenn da nichts mehr geht, sage ich Bescheid. Ich hol dir jetzt noch ein bisschen Milch. Na, ich glaube, mit der Milch kann ich so... Da brauche ich Mangos um die Milch. Also ich brauche entweder immer Mangos oder Kugelfischköpfe und oder... um die Milch verbrauchen zu können. Achso, ja, Mangos haben wir ja gleich. Hm. ich glaube, ich habe eine neue Diät kreiert. Ich nenne die Kapu-Diät. Von mir kann nichts kommen an Mekka, halt die Kapu-Tasse, da kann ich gar nicht tippen. So. Da muss ich jetzt wahrscheinlich da drüben hoch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil ich das mit Sicherheit dahin verbinden muss.